Die ganze Welt wartet auf die 8. Staffel Game of Thrones oder wenigstens den Trailer. Neue Informationen zur neuen Staffel gibt uns die französische Filmseite Premiere, die die angeblichen Laufzeiten der 8. Staffel veröffentlicht hat. Die ersten beiden Folgen werden 60 Minuten lang sein und die letzten vier alle um die 80 Minuten. Das ist an sich ziemlich cool, jedoch schade, dass keine Folge die 90 Minuten überschreiten wird. Oder etwa doch? Wir müssen die Information natürlich mit Vorsicht genießen und hier kann es sich natürlich auch nur um die ungefähre Länge handeln. Vielleicht werden ja noch Szenen eingebracht, die jetzt eher noch auf der Festplatte liegen. Mal gucken. Kommen wir jetzt zu dem wirklichen Hauptteil des Videos. Was sind meine Lieblingsmomente in Game of Thrones? Dazu habe ich mir 5 verschiedene Momente herausgesucht, welche alle ein bisschen unterschiedlich sind. Fangen wir an. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. Die Rede von Tyrion in der 6. Folge der 4. Staffel ist legendär. Es ist eine der bestgespielten Szenen in einer TV-Serie aller Zeiten. Wie Peter Dinklage hier die Wut in seine Stimme legt, ist unfassbar intensiv. Natürlich wurde er mit dem Emmy belohnt und Tyrion wurde mit dieser Rede zum absoluten Fanliebling. Schade, dass er in der 7. Staffel nur noch wie ein Schatten seiner selbst wirkt. Der Kampf der Bastarde ist die wohl beste Schlacht in der TV-Geschichte. Über 20 Tage haben Miguel Sapochnik, die Crew und der Cast an dieser legendären Schlacht gearbeitet und die Szene, wo Jon vor den reitenden Pferden steht und sein Schwert rausholt, gehört einfach eingerahmt. Das erste Mal diese Folge gucken war auch ein Erlebnis. Die Spannung und diese geballte Ladung Hoffnung wird entfesselt in der Szene, wo Jon Ramsay eine Minute lang ins Gesicht schlägt. Gott, tut das gut! Reigns of Castamere, muss ich da etwas zu sagen? Einer der wohl größten Schockmomente der TV-Geschichte. Jedes Mal, diese Szenen zu sehen, tut mehr weh, als lebendig von Drogon verbrannt zu werden. Es gibt keine Szene in einer TV-Serie, meines Wissens nach, wo so viele Hauptcharaktere gleichzeitig getötet werden. Man hat es zwar mit der Explosion von der Septe von Baelor in Staffel 6 probiert, aber dieses Gefühl, was die Rote Hochzeit erzeugt hat, kann man nicht rekonstruieren. Hodor, welches Auge bleibt jetzt trocken? Was bist du für ein schlechter Mensch, wenn du jetzt nicht weinst? Ich wollte unbedingt eine Szene nehmen aus Brands Reisen in die Vergangenheit und die Szene, welche sich am meisten in meinen Kopf gebrannt hat, war die von Hodor, nämlich wie er überhaupt so wurde. Es gab unzählige Theorien, was in diesem Moment mit Hodor passiert ist und warum es Brand schuld war, aber im Endeffekt hat einfach ein liebevoller Charakter eine tragische Hintergrundgeschichte bekommen, die einem jedes Mal, wenn man auch nur Hodor hört, ein Gänsehaut bereitet. Das ist der Moment, wo einem spätestens klar werden sollte, dass die Charakterentwicklung von David Benioff und D.B. Weiss in Game of Thrones perfektioniert wurde, auch wenn man das in Staffel 7 gerne belächelt. Für viele ist diese Szene sicherlich nicht erwähnenswert, doch für mich war sie perfekt. Was sieht man? Die Kamera folgt Jaime dem Weg zu Lady Olenna, die gerade ihre Festung verloren hat. In diesen Momenten merkt man, wie genial die Kameraführung ist, aber auch wie echt sich die Welt von Eis und Feuer anfühlt. Ich liebe diese Szene und vielleicht ist es meine absolute Lieblingsszene in Game of Thrones. Es ist keine große Boom-Szene, wo zig Charaktere sterben. Es ist ein Randdetail, doch wenn sich selbst für nur so eine kleine Szene so viel Mühe gemacht wird,
dann weiß man, dass man gerade eine echt gute Serie guckt. Doch welcher Moment fehlt eurer Meinung nach? Und ja, freut ihr euch auf die 8. und leider auch letzte Staffel Game of Thrones? Schreibt das gerne in die Kommentare und wir sehen uns wann anders wieder. Tschüss!